Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Damen und Herren! Das Grundgesetz sagt in Artikel 1 Absatz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dies kann gar nicht hoch genug geschätzt werden. Es bezieht sich aber nicht nur auf Frauen, es bezieht sich nicht nur auf Frauen, die hier geboren sind, es bezieht sich nicht nur auf nicht-muslimische Frauen, sondern auf alle Menschen, die hier in Deutschland leben, auf alle Frauen und auf alle Männer. Schön, dass sich ausgerechnet die AfD zur Verteidigung der Frauenrechte berufen fühlt. Im Wahlprogramm und in vielen Debatten hat sie ja noch ein sehr reaktionäres Frauenbild vertreten und eine gute alte Zeit glorifiziert, die es so überhaupt nicht gab und in der Frauen eben nicht selbstbestimmt leben konnten und nicht ihre Rechte hatten, die wir heute ganz selbstverständlich genießen. Rechte, für die Frauen jahrzehntelang hart gekämpft haben und die vor 100 Jahren beispielsweise in Deutschland im Frauenwahlrecht gemündet sind. Ich bin froh, oh, dass Sie das nicht verstehen, das wundert mich echt nicht. Ich bin stolz und froh, dass meine Generation und die Generation unserer Kinder diese Rechte haben. Das Recht zu demonstrieren, einen Beruf zu lernen, einen Beruf auszuüben ohne die Unterschrift ihres Mannes, eine Religion auszuüben oder auch nicht, eine Familie zu gründen oder auch nicht, kurz ein selbstbestimmtes Leben in Würde und Freiheit zu führen. Ja, auch ich bin gegen eine aggressive Form des Islams, die ein frauenfeindliches Weltbild vertritt. Und ja, es ist für mich völlig inakzeptabel, wenn dieses Frauenbild in Deutschland gelebt wird, sei es in Flüchtlingsfamilien oder islamischen Familien der zweiten Generation oder in welchen Familien auch immer. Und es gibt kein Recht, weder in Deutschland noch sonst wo, eine Frau aus verschmähter Liebe oder anderen Gründen zu ermorden. Aber ich glaube an den deutschen Rechtsstaat und an eine unabhängige Justiz und, wie schon gesagt, an unser Grundgesetz und ganz besonders an seinen Artikel 1. Wir können es uns einfach machen und hier die Bösen und da die Guten zu sehen, aber die Welt ist nun mal nicht schwarz-weiß. Das wird die AfD auch noch lernen müssen. Wir müssen Probleme benennen und bekämpfen, und Gewalt gegen Frauen ist ein Problem, nicht nur in ausländischen Familien. Auch in deutschen Familien, die Sie immer so als Beispiel bringen, werden Frauen geschlagen und Kinder misshandelt. Aber einfache Antworten lösen das Grundproblem leider nicht und hätten es auch vor 3,5 Jahren nicht gelöst. Wenn es darum geht, den deutschen Rechtsstaat zu stärken und für Menschenrechte einzutreten, gerne auch besonders für Frauenrechte, gibt es hier im Haus eine ganz breite Mehrheit. Der dürfen Sie sich gerne anschließen. Aber Frauenrechte stärken ist jetzt nicht das, was beispielsweise am Montag hier im Tipi geschehen ist. In einer Gesprächsrunde der Antidiskriminierungsstelle zum Thema Kultur will Wandel über sexualisierte Gewalt in der Filmbranche sind plötzlich junge Frauen aufgestanden, und statt auf diese Debatte einzugehen, sind diese Frauen einer rechtsgerichteten Kampagne aufgestanden und haben, ohne das Rederecht der anderen zu akzeptieren, sich mit Bannern und ohrenbetäubendem Lärm ihrer eigenen Thesen bedient. Diese Art von fehlender Debattenkultur stärkt jedenfalls kein Frauen- und kein Demonstrationsrecht, sondern schadet jeder sachlichen, kontroversen Debatte, um die es doch angeblich geht. Wer selber laut und vehement das kritisiert, was ihm nicht gefällt, der muss auch damit leben, dass andere wiederum diese Kritik kritisieren und genauso von ihrem Recht auf Meinungsäußerung Gebrauch machen. Denn hier gilt buchstäblich gleiches Recht für alle. Ich bin überzeugt, wir müssen keine Demonstrationsrechte von Frauen stärken und auch keine von Männern. Das ist in unserem Grundgesetz geregelt. Wir müssen unsere Rechte leben, schützen und bewahren, die wir hier in Deutschland bereits haben. Für alle Frauen und für alle Männer.
Dafür bin ich gewählt worden von Frauen und Männern, und dafür setze ich mich ein. Danke schön. Vielen Dank. Vielen Dank, Ursula Groden-Kranich. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Elisabeth Kaiser.